Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir gucken mal wieder, was der Kalender für uns übrig hat. Also ab in den Store, wenn wir uns eingeloggt haben und wir erhalten heute eine neue Map und zwar einen Schneesturm-Simulator. Hört sich schon mal cool an, ist es das auch? Das sehen wir gleich, die Welt, da gehen wir gleich rauf und gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. So, hier ein kurzer Einblick im Shop und zwar einmal hier kurz ein paar Bilderchen, ja, das sehen wir gleich genauer. Oh. Ja, mehr kann man hier nicht rausfinden. Ich war schon drauf, habe mir das schon leicht ein bisschen angeguckt und von daher wollen wir das Ganze mal bewerten. Meiner Meinung nach ist das Ganze höchstens 3 Sterne wert. Warum das Ganze nur 3 Sterne wert ist, das siehst du jetzt. Wenn wir auf der Welt erstmal angekommen sind, spawnen wir hier, ja, sag ich mal, in einem kleinen Dörflein, einen kleinen Außenposten mitten in den Bergen. Einmal ringsrum sind überall eine riesige Bergkette. Ich zeige dir auch gleich noch ein paar Einblicke, wie das Ganze von oben aussieht, aber wir wollen erstmal gucken, was die Map überhaupt verbirgt. Alle Häuser sind auch eingerichtet, die kann man sich natürlich angucken, sind relativ, ja, simpel eingerichtet worden, ist jetzt aber nichts drin versteckt, was jetzt eigentlich von Wert hat. Außer jetzt hier vorne. Hier haben wir eine, Einstellungstafel, wo wir das Ganze etwas einstellen können. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wo die Commands dafür sind. Die haben sie gut versteckt. Habe ich noch nicht gefunden. So, die Map ist an sich, es kommt immer so ein kleiner, ja, Schneesturm kann man sagen. Kann man an- und ausmachen. Ist jetzt nicht so ganz berauschend, wie das halt ist. Denn man kann einmal einstellen, ob das automatisch sein soll oder ob wir das manuell machen können. Also selber einstellen können, dass das gleich passiert. Automatisch, dann ist das so, alle 13 oder 15 Minuten kommt dann dieser Schneesturm. Aber wir wollen natürlich nicht so lange warten und stellen uns das einfach mal ein. Hier manuell, hier unten sind auch noch Knöpfe denn dafür, wenn das halt nicht manuell sein sollte. Und von daher haben wir das jetzt manuell eingestellt und können hier einfach mal diesen Start drücken. Also wir haben ja hier jetzt manuell eingestellt und können das hier ganz einfach mal starten. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Also man hört schon, also es wird jetzt langsam so vom Wind her ein bisschen stärker. Das alles dauert ein bisschen, bis dann hier erstmal was passiert. Ach ja, außerdem, es gibt auch Mobs hier. Zum Beispiel so ein Schwein, das ist dann hier so ein Rentier ein bisschen. Na, da bleibt stehen. So, und jetzt geht es auch schon langsam los. Jetzt kriegen wir schon ein paar Effekte hier. Auf der neuen Version weiß ich nicht ganz genau, wo das steht, wo das ist. Aber jetzt geht schon los. Jetzt kommen hier so Blocken, Brocken runter. Die, sag ich mal, einen schon Damage zufügen könnten, würde ich mal sagen. Wenn wir uns treffen, das davon. Mal gucken. Es gibt noch einen anderen Effekt, dass man so hoch fliegt. Mal gucken, ob wir den auch noch kriegen. Aber ich habe mir so ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, unter so einen Schneesturm. Wir hören Sound. Ja, gut, kommen ein paar Brocken manchmal runter. Jetzt habe ich irgendwie hier XP bekommen. Ein paar Brocken kommen hier runter. Man kann hier ein bisschen hoch, also hoch geschoben werden von dem Wind, das geht auch. Also so einige Effekte sind ja, aber so richtig das Wetter verändert sich hier nicht. Also ich habe mir so mehr vorgestellt, dass hier so der ganze Schnee so ein bisschen stärker wird oder so. Ich weiß ja nicht, ob sowas überhaupt heutzutage möglich ist mit Mods, aber sowas hätte ich mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Man kann sich zwar das alles hier ein bisschen erkunden, nur so richtig was versteckt haben sie auch nicht. Von den Mobs auch jetzt nicht gerade, da höchstens ein Schwein, das hier aussieht wie so ein Rentier, aber mehr haben sie optisch auch nicht gemacht. So, jetzt haben wir das hier jetzt, oh mein Gott, ein richtiger Wirbelsturm hier. Oha. Ja, werden wir hier hochgehoben. Wir sehen jetzt auch die ganzen Effekte hier, dass wir so hochfliegen. Ja, und da kann man auch sterben natürlich. Die werden wir hochgehoben von diesen riesigen Tornados. Die sehen ja fast aus wie Mobs, könnte man sagen. Wir landen mal, versuchen mal auf dem Baum hier zu landen. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was der Schneesturm-Simulator anstellt. Dann kann man sich natürlich hier aufhalten, so ein bisschen mit Freunden vielleicht rumtollen. Und dann kommt ab und an dann immer so ein Sturm, ne? Das muss man ja nicht immer manuell machen. Das kann man natürlich auch machen automatisch. Dann kommt das alle paar Minuten. Alle 10, sag ich mal, Minuten kommt dann einer. Und dann wird man hier ein bisschen rumgeschleudert. Hier haben wir schon den nächsten wieder. Ganzen Schneebrocken hier. Wäre cool, wenn das auch liegen bleiben würde, ne? Wenn so die Map sich auch dadurch verändern würde. Aber leider nicht ganz unmöglich. Hier haben wir wieder so einen riesigen Tornadosturm. Ja, und das war eigentlich alles hier, was dieser Sturm macht. Natürlich wird man dann hochgeschleudert. Wird dann bestimmt, wenn man nicht auf den Baum kommt, dann dabei sterben.
Ja, und das war es eigentlich dann auch, was dieser Sturm an sich macht. So, ich würde sagen, ich gebe dir noch ein paar Einblicke in die Welt. Und dann gucken wir uns nochmal am Ende so in ein, zwei Häuser rein. Ja, ein wirklich kurzer Einblick in diese Karte. Ist halt nicht ziemlich groß. Ich sag mal, gleich hinter diesem riesigen Berg gibt Wind verbirgt sich eigentlich normale Minecraft-Welt. Die muss ich ja nicht unbedingt zeigen, von daher war es das Ganze. Also ist wirklich kaum, außer das Dorf, ist hier eigentlich ein Tal drin. So ein Fazit von mir ist einfach nur, wenn ihr auch euch die Welt runternuckelt, einfach mal so ein kleiner Tipp, falls ihr halt die Häuser nicht so cool finden solltet oder so, dann reißt da einfach ab und baut hier eure eigene Idee in dieses Tal rein, denn ich finde die Umgebung wirklich gut. Hier mit den ganzen Bergen und so, da kann man sich was Schönes hinbauen. Auch, dass hier halt ein Schneegebiet ist. Ich weiß nicht, fällt euch auf, dass bei der alten Version war der Schnee, sag ich mal, nicht so schön wie jetzt hier auf der neuen Version. Das sieht alles doch ein bisschen besser aus, wie hier diese Pixel sich langsam so runtergehen, diese kleinen Schneeflocken. Sieht doch alles ein bisschen besser aus als bei der alten Version, muss ich wirklich schon zugeben. Da war das wie, weiß nicht, da war das halt so in Vierecken, diese Schnee. Pixel. Die waren dann so in viereckiger, mäßiger Form, gingen sie halt immer gleichmäßig runter und hier ist das Ganze halt nicht so. Hier ist das doch schon ein bisschen schöner aufgebaut. Gefällt mir. So, wir gucken uns jetzt noch ein, zwei Häuser an. Ich würde mal einfach sagen, wir fangen hier mit einem ganz großen an. Ich dachte anfangs, das ist so ein bisschen so aus einem Weihnachtsmann-Dorf, aber falsch, weil von innen drin sieht das alles gar nicht so aus. Hier gibt es auch keine Fabriken oder so. Ist halt alles so ein bisschen, ja, ein bisschen normal eingerichtet, kann man sagen. Also jetzt ist nicht so weihnachtmäßig hier alles drin. Auch die Textur ist jetzt nicht so für Weihnachten mehr. Wir haben ja auch Weihnachten, ist ja an sich ja auch schon vorbei wieder. Ne, wir haben zwar den zweiten Weihnachtsfeiertag, aber an sich ist ja Weihnachten schon so gut wie zu Ende. Es werden auch, glaube ich, keine weiteren Welten oder Skins noch so kommen, die so weihnachtsmäßig drauf sind. Ich glaube, da geht es so langsam dann schon zum Silvester hin bald. Da bin ich auch mal gespannt, was wir für eine Welt da bekommen. Vielleicht können wir ein bisschen mit Feuerwerken rumexperimentieren. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich bin ja so an sich ja keiner, der mit Feuerwerk eigentlich zu tun hat in Minecraft. Und da ja, kann ich bestimmt ein, zwei Sachen da auch bestimmt mir rausnehmen, wie ich da was lernen kann. So, wir gehen ja einfach mal über den Balkon raus. Aber an sich die Häuser, die ja, sind in Ordnung, würde ich mal sagen, von meiner Innenrichtung auch. Da kann man jetzt so für so eine Map jetzt gar nicht meckern. Wir gucken uns hier nochmal so eine kleine andere Holzhütte an, wie die hier so eingerichtet wurde. Aber eigentlich sind sie sehr, sag ich mal, schlicht eingerichtet auch hier so an sich. Die Sessel sind eine coole Idee, aber ja, schlecht ist es nicht, kann man sagen. So, hier haben wir noch eine Wendeltreppe nach oben. Guck mal, was oben uns noch erwartet. Hier haben wir noch, oh, ein schönes Schlafzimmer mit verschiedenen großen Kopfkissen. Na, wollen wir das hier mal richten? Ja, in den Truhen ist, oh, in den Truhen ist ja auch was drin. So ein bisschen kann man hier ein bisschen rumschnökern. Vielleicht kann man hier auch Survival-Games spielen, so ein bisschen, ne? Hier, wenn hier schon ein bisschen Rüstung drin ist, sind bestimmt auch Kisten mit Schwertern drin. Hier ist wieder nichts drin. Hier auch nicht. Naja, muss man mal gucken. Oder man kann sie halt dafür auch umbauen, ne? Also, diese Welten bieten dir auch jedenfalls viele Möglichkeiten. So, ansonsten kannst du hier, wie gesagt, an der Tafel vorne rumspielen, ne? Hier so einstellen, ob der Sturm sein soll oder nicht. Ich wollte dir auch noch zeigen, wie so ein Tornado aussieht in so einem Creative Style, wenn ich das aufnehme, aber mir ist aufgefallen, wenn man im Creative ist, dann spawnen die Dinger nicht, das heißt, es sind doch irgendwie so Mobs oder so. Da wollte ich gar nicht, ich wollte das Item löschen. So, kann man sagen, sind Mobs oder so, und da gucken wir auch mal kurz nochmal rein, bevor ich hier das Video zu Ende mache. So, ein kurzer Schnitt gemacht. Ich habe euch das erspart, dass ich jedes Item mir noch kurz angeguckt habe, was hier noch so geändert wurde. Und zwar zu den Mobs gucke ich jetzt einfach mal, was hier bei dieser Version auch noch ist. Und zwar zum ersten Mal zum Schwein. Das ist ja so ein bisschen so rentiermäßig gemacht. Ein bisschen fetzig. So, nächste Sache. Ganz einfach gesagt, Magier. Ein Magier ist, ich würde sagen Schnee oder irgendwie so eine Wolke, die runterfällt. Ein Diener ist ein komplettes Haus, was natürlich so wie so ein Schneesturm rumgewirbelt wird. Das ist schon wirklich krass. Das haben wir jetzt hier nicht gesehen. Da drüben ist auch einer. Ich habe den da hingespawnt. Also wirklich so ein Haus. Wenn man reingeht, ja, man kann hier so ein bisschen reinfliegen und dann irgendwann ist es halt unsichtbar. Aber das ist schon cool gemacht irgendwie. So ein kleiner Diener ist ein komplettes Haus, was irgendwie kaputt ist oder durch so einen Schneesturm rumgewirbelt wird. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber sowas gibt's auch. Dann haben wir einen Ghast. Ein Ghast ist ein Tornado. Also was wir vorhin gesehen haben, das war jetzt nicht irgendwie was reingehaut. Das war eigentlich nur Mobs, die halt von der Textur anders gemacht worden sind. Und das ist schon echt, boah, ne, wie das aussieht, so ein Ghast als Wirbelsturm.
So, Silberfische haben auch was. Silberfische sind unsichtbar. Keine Ahnung, was das sein soll. Sind jedenfalls unsichtbar. Dann haben wir noch ein Lama, ist so wie der Magier, kann man sagen. Denn auch eine Pilzkuh, genau das gleiche. Nur ein bisschen halt von der Struktur sind sie halt ein bisschen anders. Jedenfalls. Dann haben wir noch ein Ocelot, der, keine Ahnung, ist irgendwas auch so in der Richtung, würde ich mal sagen. Können wir ein bisschen höher spawnen. Ja, ist auch sowas in der Art. Genau sowas wie die Dinger. So, ansonsten haben wir hier nichts viel anderes. Also ist doch schon ein bisschen was dabei. So ein Haus, so ein Wirbelsturm kann man sich dann hier auch hinsetzen. Cool. So, von den Items her hat sich nichts von der Optik geändert, das alles gleich. Aber hier von den Mobs hat sich ein bisschen was gemacht. So, im Großen und Ganzen kann man eigentlich nicht meckern. Ist halt kostenlos, aber groß viel kann man hier nicht machen. Ich empfehle euch, nutzt die Map, bebaut sie, reißt hier ab, baut eure eigenen Sachen hin oder gestaltet das Ganze halt ein bisschen um. Wie ihr das Ganze machen möchtet, ist euch überlassen. Ihr habt noch hier ein paar verschiedene Mobs, besonders hier so ein Haus, ein Wirbelsturm. Könnt ihr bestimmt auch einiges mit anstellen. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Wir gucken mal, was wir morgen im Tüchchen erhalten. Ansonsten war es hier. Ich stelle mich auf ein Haus, Safety hin. Wir können ja noch den Wirbelsturm ein bisschen beobachten. Aber ansonsten ist das Ganze hier in Ordnung. So, ihr wisst Bescheid, wenn ich Safety stehe und der Wirbelsturm hinter mir ist, dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.